gut, aber Kelvin ist bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Ehrlich, wir dürfen die nicht aus den Augen verlieren. Ich habe gesehen, was passiert. Also, da fange ich gleich wieder an zu heulen. Ich sag's euch, als der mir weggestorben ist. Das war ganz furchtbar. Also hier ist auf jeden Fall die Kiste steht hier. Die ist noch geschlossen. Aber ich gehe da jetzt noch nicht hin. Ich warte, bis ihr alle da seid. Gemacht. Und hier ist eine Schildkröte, die hier schwimmt. Und Fische. Fische. Man kann jetzt, ne? Ach stimmt, wir haben man Fische. Kann jetzt, man kann jetzt Dings machen, hab ich gehört. Wir haben beim letzten Mal Fische gefangen, ich erinnere mich. Hab ich gehört, dass wir jetzt hier auch wieder unsere Regen... Ich will das nicht. Also du bauen. Hast ja eine, du kannst ja mit deinem Dingchen bauen. Aber aus so einer schmutzigen und ekligen... Ich guck mal, wir haben ja überall Wasser. Ja, die ist so vollgebürt, ey, will ich auch nicht. Was war das, Andrina? Es fängt schon wieder an, ne? Ich schreie schon gleich wieder los. Ach, du liebes Lieschen. Ja, friss ihn doch nicht roh. Ja, im Himmel. So, ich habe hier die Kiste gesehen, die ist geschlossen. Da steht noch eine. Ich guck mal, wo wir gerade sind. Warum hab ich einen? Weißt du, woher ich das kenne? Exakt hier habe ich mein Haus. Exakt hier. Weil die Kiste liegt nämlich genau bei mir auch vor der Haustür. Darum habe ich jetzt... Wir sind da hinten ist die Höhle. Ich wohne hier. Genau hier. Hier wohne ich. Hier ist mein Plätzchen. Ach, wie cool. Ich habe nämlich auch... Hier ist ja der große Stein. Hier ist irgendwo noch so ein großer Stein. Und da liegen bei mir immer diese Schildkröten drauf und sonnen sich. Ich finde das so genial. Hier ist es echt schön. Und ruhig. Hier ist kein Camp in der Nähe. Axt. Was bitte, hier was ist die Taschenlampe. 5. Habe ich gar nichts. Was 6. gibt's denn Schönes? Kann nicht mehr tragen, Wodkaflaschen. Was ist denn da los? Also echt mal, hey. Okay. Mach mal Mollys. Wer 10. Also ich nehme lieber am liebsten ja wohl den Speer erstmal, ne? Hallo, junger Mann. Guten Tag. So, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir starten ziemlich... Ach nee, wie spät ist denn das? Also, wir können ja... Du willst ja die Schaufel als erstes. Wir können ja mal in die Richtung gehen schon mal und dann da eventuell nochmal vorher übernachten oder sowas. Ich nehme mal das Ding hier nochmal. Oh, Stoppel ist blau! Hallo Stoppel! Hallo, Stoppel. Hallo Paul! Der Stoppel ist blau, guck. Haben wir das Zelt abgebaut? Ja. Ja. Kann jemand die Folie aufnehmen? Dann ist das toll. Also. Die Folie, wo ist die denn, Manu? Hier. Hier nicht, also. Ach da. Soll ich die machen? Ja, wenn du so nicht nehmen willst. Wieso ist meine Axt eigentlich blutig? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nee, ich kann sie nicht nehmen, ich habe sie in den Busch geschmissen. Ja, ist egal, dann haben wir haben ja. Ah, ja. Da steht ZZZ, ich bin müde. Haben wir nicht geschlafen? Naja, also. Es ist mittags 12 Uhr, ne? Ich trinke Energy. Kein Problem. Was habe ich auf einen? Was wir da für ekelhafte Armschienen haben. Ach ja, das ist Mutantenhaut. Mucho Mutando. Aber so. Ja, wir verwahrlosen hier aussieht. Im Wald, was wir immer machen. Und wisst ihr, was auch ganz, ganz toll funktioniert? Weil ich habe hier sind ja auch Fische in dem Teich. Ich habe hier eine Fischreuse. 2. Und die funktioniert 1A. Hi, Schätzlein. So können wir losgehen, bevor es Abend wird. Ja. Ja. Wir gehen jetzt. In der Höhle gehen, können wir doch. Der Kelvin läuft schon ganz alleine los. Wo will er denn hin? Da kommt ein Baby. Ein Baby. Was macht das? Tier. Baby. Was willst du denn, ey? Warte. Die können übrigens schwimmen. Ich habe gedacht, ich flüchte mich ins Wasser. Ja, Pustekuchen. Die kleinen Stinkerchen können schwimmen. Diese Kackteile, echt, die sind richtig Mist. Und guckt mal, hier sind überall Rehchen. Darum habe ich mich hier häuslich niedergelassen. Ich finde es hier wirklich schön. Da ist noch ein Baby. Das ja. Die spawnen dann ab und zu. Wo man halt sich längere Zeit aufhält. Ne? Das darum sag ich ja. Also dadurch, dass wir viel unterwegs sind, ist das nicht ganz so dramalös. Ich muss den Kater mal rauslassen. Oh, wir hatten hier einen Hasen erlegt und liegen gelassen. Oh. Vielleicht Virginia. Vielleicht Virginia? Beim letzten Mal, hatte die nicht das letzte Mal einen Hasen gebracht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. So. Wo ist Manu? Dahin. Nach vorne. Hier. Ja, wir müssen Richtung Gebirge, gell? Was ist das hier? Ich suche immer noch Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera?
Da, wo wir jetzt gerade waren, ist ganz viel Aloe Vera. Tatsächlich. Da wächst ganz viel Aloe Vera. Okay. Die sammle ich mir da nämlich immer ein und habe ich auch angepflanzt. Aber wir finden bestimmt auch noch mal. Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Wasserflasche voll ist. Muss ich jetzt mal gucken. Ich habe Hunger. Nein, voll. Ich bin nicht abgekluckert. Warte mal, ich will mal nach gerade ganz kurz was spicken. Ich habe wie viel Knochen? 7. Oh. Oh, wollte er nicht. Ich habe erstmal ein bisschen geplanscht. Hey, Miri. Ja, ich bin runtergerutscht. Huch. Oh. Also diese Rosen, was war das? Donner. Es so. Fängt gleich an zu regnen, nehme ich mal an. Das ist ein ordentliches. Ich sammle schon mal kleine Steine. Wir finden nämlich gleich die Zwille. Sammelt euch kleine Steine ein. Ich habe ganzen Haufen. Nee, ich habe noch gar keine. Der Kai sagt, wir sollen uns mal was Ordentliches anziehen gehen und angeln gehen. Ja, hier hat man keine Angel, Kai. Hier fischt man mit dem Speer oder mit einer Fischreuse. Ja. Mit einer Fischreuse. Die funktioniert wirklich 1A. Die Fischreuse. Oder mit dem Speer. Also mit dem Speer, muss ich sagen, geht das auch richtig gut. Gell? Also. Oder man hat einen Kevin. Ja, oder das. Der angelt, genau. Der angelt auch. Der hat heißt aber nicht Kevin, sondern Kelvin. Ach bitte. Der heißt Kevin Kelvin. Also ich möchte doch nicht Kelvin. Vornamen Kevin und Nachnamen Kelvin. Haben wir Herbst? Oder was haben wir für eine Jahreszeit? Das ist eine gute Frage. Also Herbst würde ich sagen, haben wir nicht. Nee, weil die Brombeeren sind, die Heidelbeeren sind nämlich noch hell. Dann ist es wahrscheinlich Frühling. Ne? Die Bäume sehen auch alle noch recht frisch aus. So. Ja. Finde ich. Ja. Was ist das hier? Heckenkirsch? Ich habe vor allem so viel Fleisch. Ja, von der Höhle haben wir noch das Fleisch. Wir sollten, wenn wir irgendwo ja nochmal speichern vorher vielleicht, vor der Höhle oder so, dass wir da uns was brutzeln. Dann haben wir dann auch schon gleich noch Futter. Wir sind auch gar nicht mehr so weit entfernt. Nee. Ist das ein kleiner? Ich sehe das immer nicht. Das ist ein kleiner Stein. Was ist das hier? Baum. Baum, 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 baum. Der Nachteil ist natürlich ganz eindeutig, wenn wir immer wandern, haben wir immer zu viel Zeug, eigentlich die Taschen voll und können dann ganz viele Sachen gar nicht mehr aufnehmen. Ne? Das ist immer ein bisschen schade, finde ich. Ja, ich sag mal, wenn wir mal so das Equipment, sagen wir mal, zusammen haben, die ganze Ausrüstung, dann brauchen wir ja gar nicht mehr in der Form so viel. Na gut, Rüstung brauchst du trotzdem immer, Manu. Ja, habt ihr euch eigentlich mal, wenn das so wie ist wie im ersten Teil, ne, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, ob auf der Insel bleiben oder wegfliegen? Also es kommt drauf an. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen vielleicht erst bauen, wenn wir die Story durchgespielt haben, dann würde ich bleiben. Wenn wir aber dann sagen, wir haben schon soweit alles fertig, was wir erreichen wollten, dann können wir ja auch. Mit der Axt in der Hand, das nennt die Frau Wandern. Das ist reine Vorsichtsmaßnahme. Oder wir machen es wie beim letzten Mal, aber dann müssen wir halt diesen Endabschnitt dreimal machen, weil es gibt drei Enden. Oh, guck mal, wer hier uns begleitet. Wer begleitet uns? Virginia. Ich sehe den gelben, rot-grünen. Für mich sieht das aus wie ein Hundeknochen, soll glaube ich ein Handy sein. Die hat die Waffe in der Hand, du. Die hat die Waffe im Anschlag, du. Ja, bei mir, die ist Stadler so cool. Wo ist eigentlich Kelvin geblieben? Wir sind wahrscheinlich durch Wasser. Der ist so ein bisschen hinten dran. Also, wenn das GPS jetzt stimmt, dann ist er noch. Ja, der läuft ja immer Umwege, der geht doch nicht durch Wasser. Der hält sich noch so ein bisschen auf. Ne? Ja. Der Arme. Wir dürfen den nicht aus den Augen lassen. Der hat auch mal ein bisschen Kopfschmerzen. Wer hat Kopfschmerzen? Kelvin hat so ein Stück Kopfschmerzen. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder zwei GPS-Signale, die wir angeblich verteilt haben. Also ja, genau, angeblich. Ja, das ist na, zwei, doch, das stimmt. Wir haben an dem Futterbunker haben wir ein GPS-Signal. Stimmt. Und Virginia hat einen. Stimmt. Und die sind ja immer gleich. Man kann die ja leider, man kann zwar das Symbol aussuchen, es wird aber immer nur das Grüne angezeigt. Das ist das Problem. An dem Futterbunker, weil wir ja die Karte noch nicht haben. Da ist ja ein Durchgang, gell? Ja. Kleiner Stein. Meiner. Ich habe hier irgendwie 1000 Signale auf meinem.
Ja, ja, ja. Das ist ja, wir haben ja... Wenn ich weiß, was gemeint ist, wenn ich mir jetzt das Ding jetzt hier nehme, genau. Seht ihr hier die 1000 Signale. Genau. Ja, und da sieht man, dass wir halt weg drauf zulaufen. Wir laufen jetzt auf die Höhle, ne? Wir sind ja fast schon da. Wir sind schon fast da, ja. Genau, wir laufen nämlich... Oh, ich habe was gefunden, was ich noch nicht habe. Und ich glaube, man muss wirklich alles einmal in die Schnut stecken, damit er das erkennt, sonst steht da immer Fragezeichen. Ja, ja, dran. Genau. Ich trinke mal. Kann ich trinken? Ja. Ah, hier sind drei. Und? Ach ja, hier ist die Zwille übrigens. Ja, genau. habe ich gesagt. Wasser ist noch voll in meiner Flasche. Sehr oh Gott, was sind die aufgespießt? Ja. Ja. Also. Und da steckt irgendeiner von denen hat die Zwille. Hm. Also ich kann Seile nicht mehr nehmen. Seile konnte ich noch nehmen. Konnte ich noch nehmen. Stoff kann man, glaube ich. Und in einem steckt die Zwille. Oh, war ja, wo denn? Ach, da. In der Mitte, glaube ich. Also du kannst ja, damit jetzt habe ich die Zwille in Hand. Kannst du damit. Muss man eben gucken. Zwei. Ich leg mal mein Köfferchen ins Watt. Taschenlampe, vier, Wasser. Ich finde sie nicht. Sechs. In der Mitte hatte die. Hinten dran. Abishina, guck mal nach hinten. Komm mal zu mir. Bei dem mittleren hinten, wenn du hinter ihm stehst, siehst du die Zwille. Wo hat er die denn? Wo ist er die Zwille? Der mittlere. Hier, an der Seite. Wenn du dich, guck mal, siehst du mich, Andrina? Nee, ich guck gerade in meinen Koffer. Achso. Hast du diese alle eingesammelt? Acht. Ja, hab ich. Insgesamt gesehen, dass sie aufgespießt sind. Fünf. Soll ich mal hier irgendwie ein Ding, Speicherding bauen? Weil ich weiß ja nicht, wir müssen ja vielleicht auch vorher essen alle noch, oder? Vielleicht? Ja. Weil ich hab Fleisch, das müsste ich mal braten. Ja, wir haben, hier ist ganz viel Geld. Ja, damit. Ich hab 6 rohes Fleisch und 2 rohe Fische. Ja, siehst du, müssen wir, ich hab auch so viel, dann machen wir das mal eben hier. Dann ich hab Rottenfleisch. Nee, magst du ein Feuer machen? Dann stell ich mal so ein Ding auf. Ja, ich schmeiß mal hier ein bisschen Rottenfleisch hin. Oder schmeiß es ins Feuer, das wird, wenn du das kochst, wieder gut. Also das funktioniert noch, das habe ich heute ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich noch. Na, denk dran, du wolltest heute anderes noch ins Feuer schmeißen, nachher mal irgendwann, ne? Ja, aber ich schmeiß das lieber weg, das ist ekelig. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal speichern. So. Nicht essen! Nicht essen! Oh. Ich habe einen verrotteten Fisch weggeschmissen. Na toll, wir wollen in die Höhle und du kriegst Durchfall. Nee, das ist wieder klasse, ehrlich. Oh, ist das widerlich. So, Feuer steht. Hat jemand ein Stückchen Kohle? Wir können, wenn wir ein Holz... Das gibt ja Feuer. Also Feuerscheite. Ja, das, daran kann sie ein bisschen nuckeln, dann wird das besser. Nee, da kann man Holzscheite in das Feuer werfen, dann brennt es länger. Aber dafür braucht man einen Bäumenkiss. Da liegt ein Knochen. Ich schmeiß da auch mal was rein. Sag jetzt nichts dazu. Hä? Was hast du gemacht? Ich habe vergessen, wie man das Fleisch ins Feuer tut. Auf draufschauen, Ach, nicht, das ist und verrottet. Mein Fleisch ist Besuch. Wir kriegen Besuch. Eins ist noch raw. 4 Stück. Wer hat den Fisch daneben geschmissen? Ja, ich wollte den reintun, das ist es ja. Dann musst du das Feuer anklicken mit E. Genau. Du musst auch das Feuer schauen, wenn E kommt, dann kannst du Ach ja, reinwerfen. Jetzt weiß ich es wieder. So, ich wollte mal gucken. Besuch. 1, 2 ist die Axt. Da war gerade eben mal ein Baum. Da kam gerade Kelvin gerannt. 3. Hey, ich stecke den da noch mit drauf. 4, 5 ist meine Flasche, ne? Nee, dann mache ich 6. Hab ich nicht. So, guck mal da. Okay. So. Dann mache ich das jetzt anders. Wir haben ja auch das Betäubungsgewehr. Das müssten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ne? Bei mir steht, ich hätte auf der Pistole noch keinen Aufsatz. Doch, habe ich schon. Okay. Also ich esse dann morgen doch lieber meinen Sauerbraten. Ja, ich hätte den Sauerbraten auch bevorzugt. Also, weißt du? Echt jetzt? So, habt ihr schon einen Plan hingebaut? Ja, da drüben. Ja, okay. Ja, ja. Der Plan ist da. So, seid ihr soweit, dann können wir rein. Nein. Moment. Jetzt, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich bin zum Beispiel zur Hälfte müde. Also wir alle ausgeschlafen sein. Danke. Wir haben 4 Uhr, rein theoretisch können wir schlafen gehen. Vorher sterben. Gleich schlafen gehen, ja. Andrina. So, weil ich muss erstmal noch mein Fleisch braten. Da liegt schlafen noch ganz gehen. Viel Fisch drin. Erst einmal schlafen gehen, ja. Er zeigt was. Da ist noch Fleisch drin, ne? Kelvin zeigt was. Ich glaube, das Fleisch war fertig. Ja, so, das war nicht von mir.
Ah, guck mal hier, der Kevin zeigt jetzt was. In dem Moment ist es jetzt vergammelt, dann schmeiße ich das auch weg, oder? Soll ich mal probieren? Wir haben eingeborenen Besuch. Wo denn? Ich schmeiß mal mein Fleisch weg. Schmeiß das mal hier unten ins Wasser. Yeah. Ja, aber wir sind da, denke ich mal, alle nicht ausgeschlafen jetzt. Weil dann sind wir in der Höhle, dann werden wir müde. Wir müssen ja auch gleich noch mal was essen, wenn wir wach werden. Ne? Essen, ich habe jetzt nicht gegessen. Ich warte jetzt, bis wir... Ja, ich esse dann ein Mehl. Und ich habe ja auch noch Nudeln. Also. So. Hier, ich habe den vor mir. Wen hast du vor dir? Eingeborenen. Ich sehe niemanden. So ein schwarzer... Ach so ein Kannibale. Ja, die machen ja eigentlich nichts. Also der ist bei uns nicht. Aber da können wir nicht schlafen, das ist das Problem. Ne? Ja. Müssen wir mal ausprobieren. Seid ihr denn alle bereit zum Schlafen? Aber ist das nicht so früh? Wie spät haben wir? Ist ja egal, in der Höhle ist es ja so oder so. Dunkel dann. Dunkel, okay, ja. Warte, dann werde ich jetzt hier schlafen und danach speichern. Ne? Okay. Erst schlafen, dann speichern, ne? Ja. Epsilon. Ja, viel. Gute Nacht. Nee, wir können nicht schlafen. Das also war muss mir klar. Den erst klapp machen. Wo ist der? Ich sehe den ja nicht. Das ist das Problem. Ne, die hängen meistens in den Bäumen oder zwischen dem Busch irgendwo rum. Weil normalerweise machen die ja nichts. Das ist ja das. Die gucken und... Aber solange die in der Nähe sind, kann man halt nicht schlafen. Aber ich kann die Zwille nicht finden. Die ist im Koffer, da wo die Pistole ist. Ah, im Koffer, okay. Mhm. Hier hinten im Fluss, am Fluss war er gerade. Er ist da hinten auf die, deine Seite gerade gehopft. Ja. Ja, sonst, wir können es ja auch gleich nochmal probieren. Weil eigentlich, wie gesagt, ich hab die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich nichts machen. Die ansonsten können wir es auch machen. Ich baue den Shelter ab und wir bauen den in der Höhle auf, direkt am Anfang. Da passiert uns auch nichts. Und wie benutzt man die? Ja, müssen wir aber aufpassen, weil da müssen wir jetzt gleich rutschen, gell? Am Anfang. Müssen wir gleich. Ja, aber ich denke mal, ein Plätzchen fit sich da bestimmt. Kevin! Geh aus. Was? Der brennt gerne. Ja. Der brennt zeigt uns. Ja. Das Problem ist, der kann am Feuer verenden mittlerweile, ne? Ja. Na komm, wir gehen rein und machen da einen Shelter. Bauen wir den da auch. Und dann immer da halt pennen. Ist ja auch. Der ist schon wieder durchgelaufen, ey. Man kann das Feuer ja leider auch nicht löschen, das ist das Problem. Hoffentlich lebt er noch, wenn wir rauskommen, ne? Oh. Möchtest du auch machen? Nein. Soll ich auch machen? Ja. Wie kann man denn die Zwille verwenden eigentlich? Die musst du eine Zahl geben. Habe ich doch schon, ich habe sie in der Hand, aber es tut sich nicht. Einfach auch E drücken. Also, wenn du Manu ist drinne. Ja. Okay. Nee, da tut sich gar nichts. Das Fleisch, was hier im Wasser liegt, ist mittlerweile wieder gut, ne? Und na, das war das, was ich gerade reingeworfen. Ja. So, jetzt rutschen wir rüber und dann können wir nämlich da ein Shelter aufbauen. Dann werden wir da, schlafen wir da. Und das wird nicht funktionieren, Manu. Doch, ich denke schon. Ich habe es auch gemacht. Ach, du hast es schon gespielt? Ja, ein Stück habe ich auch schon. Aber ich sehe jetzt viel besser. Nachdem das ist heller gestellt. Ich will das Papier. So, was sind alle da, dass wir alle gleichzeitig, gleichzeitig rutschen, aber nacheinander. So, jetzt würde ich sagen, ne? Ja. Nach oben schauen. Genau. So, und los geht's. So, jetzt baue ich mal hier irgendwo einen, hier müsste Platz genug sein. Mal gucken. So, das. Oh. Wo bist du, Manu? Au. Ach, da. Ich stehe hier direkt, warte. Ja, ich sehe dich. Okay. So. So, dann können wir hier pennen, wenn ihr wollt. Hier ist noch keiner, ne? Nee, hier ist noch keiner. Wir müssen ja erst tauchen jetzt. Ah, habe ich schon wieder verdrängt. Stimmt, wir müssen da hinten noch was zum Einsammeln ist, muss man ja mal gucken. Sind alle da? Ja. Ja, ne? Ja, wenn ihr wollt, dann können wir schlafen. Ich drück schon mal Y. Y. Warum sind wir denn da? Warte, ich komme. Jetzt ist mein Y wieder weg. Warte mal. Jetzt. Ja, meins auch. Y. Jetzt. Ja. Voll. Und hier speichere ich jetzt auch, ne?
Wir sind durstig. Oh, ich habe ganz großen Hunger. So, so mal. Angeblich soll ja jetzt das Fertigfutter mehr bringen. Oh ja, das bringt tatsächlich mehr. Jetzt bist du, wenn du ein Fertigessen, fast voll. Ach, das ist gut. Jetzt noch ein Fisch reingezogen. So, ich esse mal wo noch. Wo kann man hier was trinken? Aus seiner Flasche. Ich weiß nicht, ob du aus der. Ich weiß nicht, ob man hier aus dem Wasser sich Wasser nehmen kann. Ich bezweifle. Kannst du aus dem Wasser trinken? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Habt ihr alle gespeichert? Dann nehme ich die Shelter mit. Ja. Nee, ich habe noch nicht gespeichert. Manu, warte ganz kurz. Jetzt ist zu spät. Aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Naja, wo haben wir denn davor gespeichert? Wenn jetzt was passiert, stehe ich dann wieder draußen, ne? Da, wo wir gestartet sind. Aber ist nicht schlimm. Müssen wir aufpassen, dass man halt nicht irgendwie zu Schaden kommt. Warte mal, muss ich auch mal was trinken. So. Nee, also in die Wasser kann man nicht tatsächlich. Hier an dem Wasser stand eine Taucherflasche, an dem Licht stand eine Taucherflasche übrigens. Ja. Ja. Wo? Hat er beide genommen? Hier? Nee, hier oder kann wo? Man nicht trinken, oder? Wir reden nee. An dem Licht da vorne. Ach, an dem Licht da vorne. Hier. Okay, hab ich. Sonst noch irgendwas? Hier irgendwo? Ne, sonst war hier nichts, oder? Also ich hab jetzt nichts. Aber hier kann man das nicht auffüllen. Hat jemand versucht, ob man hier das Wasserflasche auffüllt? Nee, kann man nicht auffüllen. Ich hab's auch probiert. Das geht so, nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier durchtauchen. Okay, Moment. Ich muss erst noch mal was trinken. Dem Kalibalismus. Seid ihr noch nicht verfallen, oder? Nein. Kommt noch. Außer Lavi. Ja. Außer Lavi. Konnte nicht an mich halten. Kommst du? Sie konnte sich nicht beherrschen. Moment, Sekunde. Ich... Das ist, wenn man länger im Wald... Ah, Leute. Tut man das automatisch? Ja, das ist automatisch. Okay. So. Bist du hinter mir, Levi? Mama war gerade hinter dir. Okay. Ja. Ja, ich sehe euch. Ja. Und jetzt? Ah, okay, einmal umdrehen. Andrina, einmal umdrehen, wenn du unten bist. Ich glaube, hier kriegen wir auch noch einen Taucheranzug. Oh, la la. Oh, da ist der. Ja, super, ja, toll. Ich wollte gerade sagen, oh, la la, aber. Alter. Vielleicht kann man den Taucheranzug dicht geben. Und jetzt? Aufpassen. Also wenn jetzt zurückgeht, dann gehen die alle ins Wasser. Also ja, die kann man ins Wasser locken. Die können ins Wasser laufen, weil dann sterben die, dann ersaufen die. Kommt ins Wasser, kommt. Oh, 4, 5. Jetzt kommt doch mal. Na los, die stehen da. Ja. Jetzt, der ist reingesprungen, 2 Stück schon. Guck mal, wie die tanzen. Ja, du haust mich, du kleiner Scheiße, ey.